Television? Which television? IBS? FBI? No FBI. You from the Shabak? No. The KGB? No KGB. No KGB. No KGB. No danger. No danger. I want the picture at BBC London. You want BBC London? Yeah. Okay, okay. See, Sim, give me the BBC okay. London. You give me your address, I send you a DVD. You pay for me $10, I give you. Every joke $10, every speech $10. You know? Give. Take $10,000, I give you. Good, good, good. 100 pictures for you.
We are from the United States? No, Switzerland. Switzerland? Oh, sprechen Sie Deutsch? Ich spreche Deutsch. Was machen Sie? Ein Dokumentar. Mein Vater hat mir gesagt, wir gehen nach Schlimm-Inge, Schlimm-Boy, und mein Vater hat mir gesagt, ich bin ein niederträchtiger, ausbündiger Mensch, ein Vagabund, ein störendes Element. Und wo sind Sie von Deutschland? Ich bin geboren in Israel. In Israel? Ja, in Jerusalem. So gut Deutsch? Ja, mein Vater spricht ein bisschen Deutsch. So gut? Mein Vater ist in Tschechoslowakei. Mein Vater, ja. Süddeutsch? In Tschechoslowakei bin ich gesprochen ein bisschen Deutsch. Die Mutter von Ungarn, Ungarien. Ungarn. Ja, Budapest. Uipas. Sprechen bisher Ungarisch? Englisch besser. Englisch besser. Ja. Deutsch sehr gut. Ein bisschen Deutsch. In Wien. Ich war in Wien. Wien spricht man Deutsch. Ich habe einen Onkel in Wien. Ja, ja. Mein Onkel, ich habe schon besucht, mein Onkel. Das erste Mal in meinem Leben. Das erste Mal in Pressburg war das erste Mal in Wien. Sehr schön heiser in Wien. Alt, heiser, schön. Ich bin angekommen zu meinem Dorf, wo mein Onkel wohnt. Schöne Hosen, zwei Gänge und schön spaziert. Ja. Wien ist eine alte Stadt, sehr alte Stadt, aber schön. Brücken mit Wasser, der Donau. Mein Urgroßvater liegt dort. Begraben dort, begraben. Ein großer Rabbiner. Ein Weltrabbiner. Ja, mein Urgroßvater ging in der Weltrabbiner. In Pressburg, ja. In Pressburg. Und so, die ganze Familie, die ganze Familie. Ja, die ganze Familie wohnt dort. Mein Großvater und meine Mutter sind dort da gewohnt. Dann kommen da in Land vor 70 Jahren, mehr als 70 Jahre. Mein Vater, die kommen vor über 60 Jahren. Ja, ich komme im Vaterkrieg, wenn es Anfangkrieg. Ja, mein Vater, ich komme im Anfangkrieg. Er wohnt da, er lebt noch, er existiert noch, ja. Wie alt ist er? Bald 90. Ich kenne ihn sehen, ob er will. Da ist der Gast, heißt Icheska Straße. Können wir zu ihm gehen, zusammen? Machen wie Sie. Kann sein. Wir sprechen zu ihm. Warum ist er so? Er kennt alles, er weiß alles. Mein Vater weiß Historie. Geografie, alles weißt du. Gehen wir zu ihm. Komm. Ah, okay. Komm. Ah, ja. Das ist ein Tape auf. Die Mutter lebt 20 Jahre. 21 Jahre. Sie ist tot. Sie lebt nicht. Sie lebt, ja. Hast du Geschwister? Bruder? Ja, ich habe einen Bruder und zwei Geschwister. Ich habe schon Enkel. Ah. Ich habe schon 7 Enkel. 7 Enkel, ja. Drei Kinder und 7 Enkel. Oh, ich gratuliere. Sehr schön. Ja, ich habe meine Kinder sind sehr fromm. Ja. Ja, gut, sehr fromm. Wir gehen die Trage, die chassidische Trage. Wie alt sind deine Kinder? Mein Größter geboren, 29, der Älteste. Ja. Meine Tochter, meine 26. Ja. Und der ganz Kleine, 22. Ja, er ist ein Baby. Ein Baby, ja? Er ist ein Baby. Er hat ein Baby. Ein Baby, ah ja. Ja. Was machen Sie? Was arbeiten Sie? Sie lernen Sie. Hä? Wir lernen in der Universität? Nicht in der Universität, in die Schule. Ah, in die Schule, ja. In die Schule. Ah, in die Schule, ja. Ja, dann. Mein Sohn kann ein bisschen malen. Mal, wenn Sie willkommen zu meiner Schule, ich weiß, was soll ich machen. Aha. Er ist Künstler? Ja. Er kann auf dem Computer, er kann malen, er kann alles. Ja, also ein Spezialist. Ah, ja. Ja, ein junger Mann, aber jetzt angefangen. Ja. Wenn Sie willkommen machen, machen wir eine Visite in Tirol, ja. Gehen wir weiter. Ja, 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 ja.
Aber sie will machen, wie sie es bei mir ins Haus gehen, doch machen. Ich wohne doch nicht weit. Ah, du wohnst hier. Gleich hier, okay. Ich weiß, dass mein Vater ihn erlaubt zu machen, ein Picture. Aber probieren. Ja, ja, das ist richtig. Wir müssen das probieren. Weil er hat dich so lieb gemacht, Picture. Aber du, für dich, das ist kein Problem, Picture. Nein, mir. Das ist gut. Ich habe es gemacht. Mein Vater hat keinmal nicht erlaubt. Ich habe gearbeitet im Spital. Als was? Ich habe gesessen bei dem Telefon. Das ganze Spital. Ich organisiere das ganze Spital. Und meine Frau arbeitet auch in einer Kopfhörer, weißt du, auch im Spital. Sie ist ein Laboratorium. Und mein Schwägerin ist ein Nurse. Und mein Schwager ist ein Doktor. Mein Neffe ist ein Doktor hier. Everybody Hospital, hä? Ja. Ja, der Hospital. Gehen Sie rein langsam. Guten Morgen. Guten Morgen. Sassi. Ich möchte ein bisschen Kuchen. Diese mit Mama. Sie sprechen Deutsch. Bisschen. Welche Sprache? Von wo sind Sie? Von Schweiz. Oh, Schweizerdeutsch? Schweizerdeutsch. Ja. Ja, ich spreche mehrere Sprachen. Mehrere. Wie viele Sprachen sprechen Sie? Unzählige. Unzählige? Ja. Also Sie sprechen Deutsch? Sie sprechen Deutsch? Ja, wir sprechen Deutsch auch. Ungarisch? Aber essen, sagen Sie mir, was ich benötige. Bitte? Mit Creme. Creme. Das ist Käse. Das ist mit Creme. Dort ist eine Tüte und bedienen sich bitte. Genau. Ich habe deutschen Boden nicht betreten. Nein. Sie sprechen so gut Deutsch. Yes, I speak also English, Englisch. No, correctly. And Hungarian, you speak Hungarian? Ja, Ungarisch also. Also? Jetzt speak Slowakisch, Tschechisch, Ungarisch. Russian. Говорим по-русски. Diese Herren sprechen nicht Deutsch. Sprechen nicht Deutsch? Nein, nicht einer. Ein bisschen. Er kann ein bisschen. Die gehören zu den orientalischen Gemeinden. Ja, sie sind nicht Europäer, diese zwei. Er ist ein Russischer. Wo sind Sie? Ich bin von Mitteleuropa. Der Teil hat jetzt Ungarn mit 1918. Heute heißt es Slowensko. Früher, einmal war es Ungarn, dann ist es Tschechoslowakei, dann ist es Slowakei, dann ist es noch einmal Slowakei. Die Slowaken haben sich gemacht, ein Land gegründet. Sie waren 1000 Jahre unter Ungarn und diese primitiven Menschen haben sich ein Land gegründet. Sie haben es vergessen, ich spreche auch Hebräisch. Sie haben ganz vergessen. Bitte, ich ersuche Sie, machen Sie kein Picture von mir. Kein Picture. Was denn halten Sie das? Das ist nur für Dokumente. Machen Sie kein Picture nicht von mir. Nicht wichtig. Aber Sie haben noch gar nichts gekauft, Sie machen noch von mir eine. Nehmen Sie die Tüte und nehmen Sie sich hier an. Wie ist fertig? Schau, ich mache hier nicht.
Wie alt sind Sie? Wie der kleine Finger. So alt wie der kleine Finger? Ja. Bitte mich nicht, bitte nicht kein Bild zu nehmen. Ich bin alt, so wie mein kleiner Finger. Ja. Ich bin geboren im Bett und alt bin ich wie mein kleiner Finger. 20. Sind ein Journalist, Sie will ein Interview haben? Ja, für Dokument. Dokumentarfilm, genau. Eine Original. Ja, aber ich bin nicht gleich in alle Informationen begeben. 20? Ja. Du kriegst 13 Schecken, nur das Triller Wort. Ja, ja. Schweiz hat. Ist eine Universität in Zürich, in Freiburg. Bei Kitze geht, aber weiß nicht. Scheinbar, sie machen von mir Pinscher, sie fallen uns nicht. Das ist gegen, gegen die Ästhetik und gegen das Gesetz von einem Menschen fotografieren. Aber wenn er ein interessanter Das ist auch so von den anderen Unikums. Sie sind von Zürich? Ja, genau. Ja, ja. In Südschweiz. Spricht man etwas Latinisch. In Genf spricht man Französisch. Das wissen Sie. Ja. Und Antisemitismus ist in alle Teile. Und die Deutschen, ja. Die Schweizer liberale Menschen sind wunderbar. Christen mit dieser freundlichen Sprache. Man kann, ich kann kommen in die Schweiz, in einen Ort, ich suche ein Hotel. Entschuldigen Sie, es ist schon alles vernommen. Und er begleitet mich noch zum Zweiten. Vielleicht machen Mama, das ist Schweiz. Schön freundliche Antisemiten. Menschen, was haben sich gerettet im Krieg und in der Schweiz haben sie zurückschuppiert. Und die humanen Engländer haben Schiffe versenkt da beim Hafen. Menschen haben sich gerettet. Was will man für ein Ausschuss sehen? Die Engländer sind besser, meinen Sie? Haben Sie das gesehen? Menschen retten sich von Leben, von Tod. Geht man, was kommen nach Palästina, versenkt man sie im Meer. Sie wissen davon? Das sind die Liberale mit Roosevelt zusammen. Roosevelt war ein Antisemit. Wie viele Kinder haben Sie? Nicht interessant. Nicht zu wissen. Die religiösen Familien da in Jerusalem haben auch 10, 12, 15 Kinder. Auch. Familien, ja. Volksreich. Nicht jeder. Es gibt Kinder und so. Aber 10, 12 Kinder ist gang und gäbe. Ich habe keine 10, ich habe keine. Nein, ich habe keine große Familie. Ich habe eine kleine Familie. Was sage ich, alles sind dann große Familien. Das ist Wunder, zu bewundern, wie man kann die ernähren. Ja, das sind... Sehr schwierig. Oh, das sind... Oh, Gotteswunder. Ja, man weiß nicht, von was man lebt. Und noch, wenn man verheiratet ist, noch eine größere Frage. Damit sie sollen wissen, diese Jugend, die so aussieht, ist fanatisch, haben sie gemeint, die wissen gar nichts von der Welt, sie sind ganz zurückgebliebene Menschen. Das ist nicht so, wie sie glauben. Sie haben ein schlechtes Vorurteil. Ja. Sie sind bei ihnen in einem schiefen Licht. Ich
Ich habe keine Universität besucht. Und keine Hochschule. Die alle, was lernen, die Hochschulen, die wissen gar nichts. Es war ein Erdbeben. Sie haben keine Ahnung, nicht, wo das ist, was, wo das ist. Jetzt sind die Zeitungen, bringen Bilder. Ich brauche das nicht zu. Ich weiß, dass das war in Niederlande, Indien, das gehört zu Holland. Das sind drei Inseln, Hauptinseln. Vielleicht wissen Sie auch nicht. Hm? Das ist Java Celebes. Ja, ja, ich kenne Java. Ich war in Celebes. Ja, Java Celebes Sumatra. Sumatra ist das große Java. So. Und dann gibt es eine kleine Insel, Mali. Ja. Wenn Sie fragen, diese gebildeten Menschen, die heute gleich wissen gar nichts. Sie will vielleicht wissen, wie viel Barcelona mit Juventus hat, wie viel Goal. Das sind unwichtige Sachen. Das war 82. Wo ist die erste Kraft? Wo kommt sie her? Wir lernen das als göttliche Kraft und wir haben keine Ahnung mehr. Der himmlische Vater dem soll wir nicht mehr verstehen, noch so viel. Ein gewisses Maß. Verstehen Sie? So wie Sie nicht begreifen, viele andere Dinge begreifen Sie das auch nicht. Sie werden nie nicht kommen zu der Urkraft. Ja, das haben wir noch nicht erforscht. Sie werden das auch nie nicht erforschen. Wir sagen, es ist ein Gott und er hat beschaffen die Welt und mehr brauchen wir nicht. Aber die Wissenschaft kann nicht kommen. Eine göttliche Sache können wir nicht begreifen. Sie ist eine Urkraft. Sie können nicht sagen, 1000 Jahre Versorgung, so. Die erste Kraft kommen Sie nie nicht darauf. Das ist eine göttliche Sache, man hat den Menschen nicht gegeben, mehr Verstand zu verstehen. In einem gewissen. Sie werden nie am Grund von der Welt runterkommen. Nein. Sie können graben, 100 Jahre, wenn sie nicht kommen am Grund. Nein. Sie brauchen nicht ein großer Philosoph sein, ein Mensch sterbt. Ja, Sie hören. Sie hören. Alle Glieder sind da, alle Instrumente. Er ist gestorben. Warum ist er nicht? Er hat die alle. Warum können Sie ihn nicht reingeben, die Kraft so weiterarbeiten? Ein Unsinn. Seele ist unsichtbar. Man kann es nicht greifen, man kann es nicht sehen. Der Mensch hat alle Organe, und er ist nicht da. An denen allein sehen doch, was brauchen sie, die alle, so der Chochmot. Ein Mensch allein. Er schrieb, machen Sie einen Roboter, geben Sie ihm rein Dampf, soll er arbeiten. Warum forscht man das nicht? Schließen Sie alle Fenster. Wo ist es rausgelaufen? Wie ist es gegangen? Es ist doch etwas gegangen. Wie ist es rein? Das sind unbegreifbare Sachen. So wie es Sie kennen in einem Motor gibt man einen Dampf, in einem Motor geht es in Elektrizität. Und außerdem
wenn sie werden werfen einen Stein, es hört auf. Jede Sache hört auf. Sonne im Mond, es hört nicht auf. Es hat einen bestimmten Gang, wie viel, wenn es kommt, wenn es kommt hier, wenn kommt hin. Seht man nicht die Göttlichkeit? Wie können Menschen sein Ungläubige? Wir Juden haben auch verschiedene Gebote, was nicht verständlich sind. Wir folgen, aber wir haben das vererbt, auch unverständliche Gebote halten wir. Warum? Warum? Wir sind dazu beschoren, dass wir sagen, das ist zu unserem Vorteil, auch wenn wir nicht verstehen. Also jetzt werden Sie Religionsphilosophie mit mir studieren? Genau. Bitte? Ich will bei Ihnen Philosophie studieren. Ja. Die Menschen hat man verschaffen, so denkt doch jeder anders. Nur viermal, was er sagt, wird sein Gedanken verwerfen. Zwei Menschen kennen nicht dieselbe Anschauung, 100%. Wo jeder ist gerecht bei seiner Meinung. Oben im Himmel macht man auch Skizzen, jeder, was er spricht. In Talmud steht, dass alle deine Sachen werden beschrieben haben, bis jetzt haben wir das nicht verstanden, jetzt verstehen wir das schon. Sie hören? Viele Sachen haben wir nicht verstanden, wir haben nur geglaubt. Aber ja, jetzt sehen wir doch, das ist... Es steht, es werden kommen wie die Wolken fliehen, die Samen deine. Haben wir das sich erklärt, es werden schnell kommen, rasch. Jetzt kommen die Flugzeuge, haben uns gezeigt, dass es wörtlich. Auch was wir nicht verstehen, aber das Sein ist verewigt worden. Wenn ich bin gekommen nach Eretz Israel, waren 600.000 Juden. Man hat gesagt, es gehen noch rein, noch 10.000. Jetzt sind sie reingekommen, noch 5 Millionen. Der Prophet sagt, Schuh, man wird zurückkehren, heimkehren. Was bekomme ich für den Interview? Checkend? Leben Sie recht wohl und fühlen sich sehr gut und tun Sie noch Menschen Unikums forschen. Wie geht es? Ja, Sie waren schon einmal da? Ja, genau. Nein, ich bin nicht einverstanden, Sie sollen von mir Bilder machen. Ich bin kein Unikum und ich bin nicht...
entschieden, sie machen von mir Bilder. So was brauchen sie? Ich habe von denen etwas ein Profit. Wer ist das? Das bin ich. Das ist Ihr Sohn. Itzhak Frey, Sohn. Und der Film ist Itzhak Frey und Sohn. Sohn, Itzhak Frey, Sohn. Sehr gut. Wer ist so vernünftig? Ich aus dem selber. Yes, beim Machschew. זה נכנס למחשב, ובמחשב רואים את זה כמו טלוויזיה קטנה, מסך, ורואים את רב דוד מדבר, הבן שלך. ולרשום שזה הקופאי הכי מבוגר במזרח התיכון. הכי מבוגר במזרח התיכון. איפה? הוא לא אומר, אבל הוא... הוא מגרד את ה-90, אבל הוא לא... נישט אין טאבל.